Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop-Tutorial hier auf meinem Kanal Peko Bolton. Heute möchte ich euch in diesem Video mal zeigen, wie ihr einen solchen Cartoon-Look in Photoshop erstellen könnt. In diesem Fall jetzt hier auf diese Dame angewendet, die hier im Cartoon-Look zu sehen ist. Ich zeige euch im Vergleich nochmal das Ausgangsbild. So sieht das Foto unbearbeitet aus. Und so mit diesem Cartoon-Look. Ist, wie ich finde, ein sehr authentisch aussehender Effekt. Also man könnte jetzt wirklich meinen, dass das so aus einem Cartoon stammt, das Foto. Und er ist vor allem auch sehr einfach umzusetzen. Das bedeutet, auch die Anfänger unter euch sollten eigentlich keine Probleme haben, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass sie keine Probleme dabei haben werden, diesen Effekt in Photoshop nachzumachen. Ich würde sagen, wir starten auch mal direkt. Ihr seht schon, ich habe hier eine Gruppe, die lösche ich mir nochmal weg. Das hier ist das Ausgangsbild, wie gerade schon gesagt. Das kommt mal wieder von pexels.com. Den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung, wenn ihr das mit diesem Foto mal testhalber nachmachen wollt. Und es sei auch darauf hingewiesen, dass ihr die vollständige Photoshop-PSD-Datei auf meiner Homepage pekobolton.de zum kostenlosen Download bekommt. Das heißt, ihr könnt sie euch einfach runterladen, in Photoshop öffnen und dann Ebene für Ebene nochmal schauen, was ich da eigentlich genau gemacht habe und das dann vielleicht auch nochmal ein bisschen besser nachvollziehen. So, wir starten. Das ist die Ausgangssituation. Und der erste Schritt ist, wir duplizieren uns hier rechts unsere Ausgangsebene einmal mit STRG J und mit einem Rechtsklick konvertieren wir diese Ebene in ein Smart-Objekt. Das hat den großen Vorteil, dass wenn wir jetzt gleich Filter auf diese Ebene, auf dieses Smart-Objekt anwenden, dass diese Filter dann als Smart-Filter auf die Ebene gelegt werden. Und Smart-Filter wiederum haben den großen Vorteil, dass wir deren Parameterwerte jederzeit noch wieder verändern können. Das heißt also, wenn ihr ganz zum Schluss mit dem Comic- oder Cartoon-Look noch nicht ganz so zufrieden seid, dann könnt ihr die Filter aus den vorangegangenen Schritten einfach noch nachträglich feintunen, ein bisschen verändern, was die Parameter angeht und schauen, ob euch der Cartoon-Look dann mit anderen Werten als die, die ich euch jetzt gleich zeige, vielleicht ein bisschen besser gefällt. Also das ist der große Vorteil von diesen Smart-Filtern, die wir jetzt gleich hier eben auf dieses Smart-Objekt anwenden. Dieses Smart-Objekt, das duplizieren wir uns jetzt noch mit STRG J zwei weitere Male, sodass wir jetzt also drei Smart-Objekt-Ebenen haben. Die oberen beiden blende ich mir aus und die untere der drei Smart-Objekt-Ebenen, die wähle ich mir aus und mit der beginnen wir jetzt auch direkt. Und zwar werden wir jetzt auf diese Ebene vier Filter anwenden. Und alle Filter, die wir jetzt gleich im Folgenden brauchen, findet ihr hier unter diesem Filtermenü. Und der erste Filter, den wir jetzt anwenden, den findet ihr in der Filtergalerie. Also über Filter geht ihr in die Filtergalerie. Und ich zoome hier nochmal kurz ein bisschen raus. Genau, dort findet ihr hier rechts unter dem Ordner Kunstfilter den Filter Tontrennung und Kantenbetonung. Den wählt ihr aus und da wir jetzt im ersten Schritt erstmal nur die Tontrennung erzeugen wollen und die Kanten eigentlich gar nicht zum Vorschein bringen wollen, setzt ihr hier die Kantenstärke und die Kantendeckkraft jeweils auf 0 und die Tontrennung auf 1 oder 2. Und da kommen wir auch schon an einen Punkt, wo ihr euch von diesem Smart-Filter wirklich Gebrauch machen könnt. Denn beide Werte, also sowohl eine Tontrennung von 1 als auch eine Tontrennung von 2, erzeugen aus meiner Sicht einen relativ guten Cartoon-Look. Da ist jetzt nämlich die Frage, welcher Look gefällt euch ein bisschen besser? Also mit einer Tontrennung von 2 bekommt ihr einen etwas detaillierteren Cartoon-Look. Und wenn ich die Tontrennung auf 1 setze, so wie ich das auch in meinem Beispiel gemacht habe, was ich euch gerade am Anfang schon gezeigt habe, dann seht ihr, ist das Ganze ein bisschen gröber, aber ich finde, der Cartoon-Look kommt ein bisschen besser zum Tragen. Also das ist wirklich eure Sache, welcher Look euch besser gefällt oder welcher Look auch vielleicht ein bisschen besser zu eurem Foto passt. Und hier habt ihr jetzt halt jederzeit die Möglichkeit, später auch im Nachhinein, wenn ihr fertig mit dem kompletten Look seid, diesen Wert noch anzupassen. Also ihr könnt diesen Wert später auch noch von 1 auf 2 oder von 2 auf 1 verändern und schauen, ob euch der Look dann insgesamt ein bisschen besser gefällt. Ich wähle jetzt erstmal hier einen Wert von 1 und klicke dann auf OK und dann sieht das Ganze so aus. Und ihr seht jetzt schon, dass hier rechts unterhalb von der Smart-Objekt-Ebene hier auch der Smart-Filter angewendet ist, den wir ein- und ausblenden können. Und ihr seht auch hier den explizit nochmal den Filtergalerie-Filter, also Filtereffekt, genau. Und da könnt ihr doppelt draufklicken und dann kommt ihr immer wieder in diese Einstellung und könnt dann hier nachträglich die Tontrennung zum Beispiel nochmal auf den jeweils anderen Wert 2 oder 1 setzen. So, das war Filter Nummer 1. Wir gehen über zu Filter Nummer 2 und das ist der Filter, der Scharfzeichnungsfilter unscharf maskieren. Dadurch wird das Bild nochmal so ganz minimal scharf gezeichnet über eine Unschärfe. Dort stellt ihr die Stärke auf, im ersten Fall jetzt hier auf, ja, so zwischen 90 und 100%. Den Radius könnt ihr bei 5 Pixel belassen und den Schwellenwert setzt ihr auf 10 Stufen. Und dann klickt ihr einfach auf OK und wenn ihr uns jetzt anschauen, was dieser Filter gebracht hat, seht ihr, dass der einfach das gesamte Foto oder den gesamten Effekt nochmal ein bisschen nachschärft. Das ist im Grunde einfach nur so ein bisschen Feintuning für den Effekt.
So, wir kommen zu Filter Nummer 3 für diese Ebene und der findet sich wieder im Filtermenü und heißt Ölfarbe. Ja, hier findet ihr den direkt oben. Und den wählt ihr aus und stellt dann folgende Parameter ein. Also unter Pinsel könnt ihr die Stilisierung im Grunde bei 4 belassen. Die Reinheit setzt ihr auf 3. Und alle anderen Werte setzt ihr ganz nach links. Also skalieren auf 0,1, die Borstendetails auf 0, die Winkelrichtung auch auf 0 und die Glanzstärke auch auf 0. Und dann klickt ihr auf OK. Und dieser Effekt erzeugt jetzt meiner Meinung nach schon so ziemlich guten Effekt, als würde dieses Bild wirklich gemalt worden sein, beziehungsweise digital irgendwie erzeugt worden sein. Und wenn wir das gemacht haben, wenden wir nochmal zum Abschluss über Filter, Scharfzeichnungsfilter, den Filter unscharf maskieren an, damit das Ganze nochmal etwas nachgeschärft wird. Hier stellen wir jetzt die Stärke allerdings ein bisschen runter, so auf um die 60%, 50-60%. Radius belassen wir wieder bei 5 und den Schwellenwert stellen wir runter auf 5 Stufen und klicken dann auf OK. So, und damit sind wir auch schon mit der untersten Ebene durch. Wir machen weiter mit der Ebene Nummer 2, mit Smart Object Ebene Nummer 2. Die blenden wir uns ein und wählen uns die aus. Und auf die Ebene wenden wir jetzt zwei Filter an, die wir gerade eben auch schon angewendet haben. Allerdings jetzt auf eine etwas andere Art und Weise. Der erste Filter, den wir anwenden, ist wieder der Filter aus der Filtergalerie. Und zwar der Filter Tontrennung und Kantenbetonung, wie wir ihn gerade auch schon angewendet haben. Jetzt allerdings mit dem Unterschied, dass wir nicht die Tontrennung hauptsächlich erzeugen wollen, sondern die Kanten hervorheben wollen. Und deswegen stelle ich hier erstmal die Kantendeckkraft auf 4 und die Kantenstärke auf 2. Abschließend setze ich die Tontrennung noch auf 6 und klicke dann auf OK. So, dann wenden wir noch den zweiten Filter drauf an. Und zwar ist das wieder über Filter der Filter Ölfarbe. Und dort könnt ihr im Grunde die ganzen Parameter so lassen, wie wir es eben gerade auch schon gehabt haben, also 4, 3, 0,1, 0, 0, 0 und klickt dann hier einfach direkt auf OK. Und ihr seht schon, was jetzt passiert ist. Die Kombination dieser beiden Filter sorgt im Grunde dafür, dass wir in diesen gesamten Cartoon-Look noch eine gewisse Struktur bekommen. Ja? Gerade hier im Gesichtsbereich oder auch hier bei den Haaren. Dazu werden halt einige Konturen nochmal so ein bisschen nachgezogen, also die Kanten werden ein bisschen stärker betont. Dafür sorgt jetzt einfach diese zweite Ebene. Die wollen wir jetzt aber natürlich nicht so lassen, weil sie verdeckt ja jetzt unseren eigentlichen Cartoon-Look mit der Tontrennung. Deswegen setzen wir den Ebenenmodus dieser Ebene noch auf ineinander kopieren und setzen die Deckkraft runter auf so um die 30%. Also ihr seht das ja, wie stark diese Struktur, sage ich jetzt mal, hier so zum Vorschein kommt. Und da könnt ihr auch mit der Deckkraft ein bisschen rumspielen, je nachdem, wie stark ihr diese zum Vorschein bringen wollt und wie es euch dann am besten gefällt. Aber ich finde, so eine Deckkraft von 30% sieht in diesem Fall eigentlich schon ganz gut aus. So, und dann kommen wir auch schon zur dritten und letzten Smart-Objekt-Ebene. Auch die blende ich mir ein und wähle die aus. Und auf die wenden wir jetzt einen letzten Filter an. Und den finden wir über Filter, sonstige Filter, Hochpass. Das ist der Hochpass-Filter. Und diesen Wert hier, das ist ja ein Radiuswert, der in Pixel angegeben wird. Das heißt, dieser Wert ist davon abhängig, wie groß euer Bild ist insgesamt. Ich habe hier jetzt ein relativ großes Bild, deswegen habe ich hier einen Wert von um die 8 Pixel genommen. Orientiert euch einfach so ein bisschen daran, wie es hier bei mir jetzt in meinem Fall aussieht und ja, stellt diesen Radiuswert einfach so ein, dass ihr ungefähr dieses Ergebnis bekommt und dann klickt ihr hier einfach auf OK. Von dieser Ebene stellen wir dann den Ebenenmodus ebenfalls noch auf ineinander kopieren. Auch hier, ne, sei wieder darauf hingewiesen, dadurch, dass es ein Smart-Filter ist, könntet ihr auch erstmal irgendeinen Pixelwert einstellen und dann über einen Doppelklick auf den Filter den Radius von diesem Hochpassfilter noch nachträglich verändern und auch schauen, wie es euch dann am besten gefällt. Also einfach gucken, ob euch der Effekt danach mit einem anderen Wert vielleicht noch ein bisschen besser gefällt. Aber das nur so am Rande. So, und damit haben wir jetzt unsere drei Smart-Objekt-Ebenen mit den Filtern bestückt, die wir brauchen. Das ist jetzt im Grunde so der eigentliche Cartoon-Effekt. Ich möchte an dieser Stelle jetzt noch einmal kurz die alternative Variante dieses Effekts zeigen. Den hatte ich ja gerade schon erwähnt. Wenn wir jetzt hier bei der ersten Smart-Objekt-Ebene nochmal den Filter aus der Filtergalerie und da doppelt draufklicken, hier auf den Smart-Filter, dann kommen wir hier nochmal in diese Filtergalerie und dort können wir jetzt ja nochmal den Wert für die Tontrennung auf 2 setzen. Dann klickt ihr einfach auf OK. Und dann werden auch alle anderen Filter, die auf diesem Filter basieren, neu berechnet. Und ihr seht schon, dass der Cartoon-Look immer noch vorhanden ist, aber jetzt einen etwas anderen, detailreicheren Stil aufweist. Ja, also nochmal zum Vergleich. Das sind so die beiden Cartoon-Looks, die ihr über diesen Wert mit der Tontrennung erzeugen könnt. Und da ist es jetzt wirklich euch überlassen, welcher Look gefällt euch da ein bisschen besser. Wie gesagt, indem ihr hier einfach einen Doppelklick auf den Filtergalerie-Filter der untersten Smart-Object-Ebene macht, dann kommt ihr immer wieder in diesen Filter Tontrennung und Kantenbetonung und könnt hier dann den Wert von 2 auf 1 reduzieren oder auch von 1 auf 2 erhöhen.
Und dann, wie gesagt, verändert sich der entsprechende Cartoon-Look. So, das war das. Jetzt sind wir im Grunde mit dem eigentlichen Cartoon-Look auch schon soweit durch. Was ihr jetzt aber noch machen könnt, ist, ihr könnt die Einstellungsebenen hier in Photoshop nutzen, um den Cartoon-Look noch etwas zu verstärken, beziehungsweise farblich in der Helligkeit, im Kontrast ein bisschen anzupassen. Ich habe in meinem Fall jetzt hier zunächst noch eine Tonwertkorrektur-Einstellungsebene hinzugefügt und hier den Regler für die Tiefe ein bisschen in die Mitte gezogen und den für die Höhen auch ein bisschen in die Mitte gezogen, sodass wir einen etwas höheren Kontrast erhalten. Und diesen Regler in der Mitte noch ein bisschen so nach rechts verschoben, sodass wir insgesamt mit dieser Tonwertkorrektur den Kontrast des Effekts des ganzen Cartoon-Looks ein bisschen verstärken. Dann habe ich mir noch eine weitere Einstellungsebene geholt, und zwar die Dynamik-Einstellungsebene. Habe hier die Dynamik so auf plus 20 gesetzt, also ein bisschen deutlicher erhöht. Und die Sättigung auch noch so minimal, so auf plus 7, plus 8. Aber das sind auch alles, wie gesagt, Ebenen, die ihr so einstellen könnt, wie euch dann der Cartoon-Look am besten gefällt. Ich habe dann zum Abschluss noch eine Ebene Gradationskurven hinzugefügt, bin hier in den Rotkanal gegangen und habe diese gesamte Kurve hier in der Mitte so ein bisschen angehoben, sodass wir so einen ganz leichten Rotstich bekommen. Also mit diesen Möglichkeiten, mit diesen Einstellungsebenen habt ihr die Möglichkeit, den Cartoon-Look noch ein bisschen fein zu tunen. So, und damit sind wir jetzt im Großen und Ganzen ja fertig. Was ist jetzt aber, wenn ihr zum Beispiel einen einfarbigen Hintergrund haben wollt oder einen Verlauf im Hintergrund? Dazu wählen wir uns mit gedrückter Steuerungstaste die 6 Ebenen von eben aus, also sprich die 3 Einstellungsebenen und die 3 Smart-Objekt-Ebenen, und gruppieren uns diese Ebenen mit Steuerung G, sodass wir jetzt eine Gruppe haben, die wir ein- und ausblenden können, die uns jetzt diesen Cartoon-Look erzeugt. Ich blende die Gruppe erstmal noch aus und wähle mir meine Ausgangsebene, die Originalebene sozusagen, aus und wähle jetzt die Person aus oder das Objekt, das muss ja keine Person sein, auf die ich den Cartoon-Look anwenden möchte. Das geht in Photoshop auf unzählige Arten und Weisen. Ihr könntet zum Beispiel links das magnetische Lasso-Werkzeug auswählen oder auch hier unten das Zeichenstift-Werkzeug. Das ist ein bisschen aufwendiger, sage ich mal, das damit freizustellen. Ich habe mich jetzt in meinem Fall hier für das Schnellauswahlwerkzeug entschieden. Und das funktioniert in diesem Fall relativ gut, weil wir hier relativ klare Kanten haben. Also die Kanten sind relativ gut zu erfassen von Photoshop. Deswegen geht das mit diesem Schnellauswahl-Tool jetzt hier relativ gut. Auch hier, wo der Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrund nicht so groß ist, erkennt Photoshop eigentlich relativ gut, was mit in die Auswahl gehören muss und was nicht. Ihr seht schon jetzt, so wie es jetzt aussieht, kann man es im Grunde auch schon lassen. Ihr habt hier oben über diesen Button Kante verbessern noch die Möglichkeit, schwierige Stellen nachzubessern. Ihr könnt hier zum Beispiel den Smart Radius aktivieren und ein bisschen hochsetzen, sodass Photoshop Kanten nochmal automatisch auch erkennt. Und ihr habt hier auch die Möglichkeit, mit diesem Cursor, den ihr jetzt hier noch habt, zum Beispiel so über schwierige Stellen wie die Haare zu fahren. Und Photoshop erkennt dann dort die Kanten und erzeugt dort an den Stellen nochmal eine etwas detailliertere Auswahl. So, dann klickt ihr auf OK, dann wird die Auswahl aktualisiert. Und wenn ihr jetzt euer Objekt ausgewählt habt, egal auf welche Art und Weise, dann blendet ihr euch wieder eure Gruppe ein, wählt die aus und klickt hier unten auf das Symbol für die Ebenenmaske. Und was dann passiert ist, dass eure Person oder euer Objekt, das, was ihr gerade ausgewählt habt, maskiert wird. Das bedeutet, diese ganze Gruppe mit den Einstellungsebenen und den Smart-Objekt-Filtern wird jetzt nur auf die eben gezogene Auswahl angewendet, sodass jetzt also nur unsere Person hier im Comic- bzw. Cartoon-Look gehalten ist und der Hintergrund theoretisch transparent ist, beziehungsweise wenn ich mir die Hintergrundebene natürlich einblende, wird der Originalhintergrund verwendet. Und jetzt habt ihr halt die Möglichkeit, über die Einstellungsebenen Verlauf und Farbfläche beispielsweise hier so eine einfarbige Farbfläche zu erzeugen, die unterhalb von der Gruppe liegen muss. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel so einen einfarbigen Hintergrund einfach wählen, wenn ihr meint, dass das am besten zu eurem Cartoon-Look jetzt gerade passt. Oder das Gleiche gilt natürlich auch für den Verlauf, ne? Also für die Verlaufsebene. Gut, und damit sind wir im Grunde fertig. Das ist im Grunde der ganze Cartoon-Look. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch gefällt der Effekt. Falls ja, dann würde ich mich natürlich wie immer unter diesem Video über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr auch ein Abo dalassen für weitere Photoshop-Tutorials. Und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao.